Ja, liebe Freunde, nochmal ein offenes Video, kurz vor dem Event, das Event des Jahres für mich persönlich, Business-Tainment Connect and Celebrate, das große Sommerspektakel, jetzt am 29.06. auf der Pferderennbahn Köln-Weidenpesch, mit dem Motto Charity, mit dem Bundesverband Kinderhospiz sind wir wieder dabei, zum zweiten Mal, wo wir uns einsetzen wollen für benachteiligte Menschen und natürlich Kinder. Ja, was passiert eigentlich bei diesem Event? Bei dem Event starten wir immer ganz entspannt mit dem Blue Carpet. Da steht unsere Moderatorin Julia Heck. Sie ist von Lifestyle TV und wird da die Unternehmer schon ein bisschen vernetzen und vorstellen. Das ist quasi der erste Part. Wenn man dann in dieser wunderbaren Location ist, Hippodrom, auf der Pferderennbahn, für alle, die aus Köln kommen oder aus der Umgebung, ihr kennt das, auf einer Pferderennbahn ist die Location meistens immer das i-Tüpfelchen, wenn man da natürlich ein Event machen darf. Und wir sind im Hippodrom und im Hippodrom ist es so, dass wir da natürlich auch unseren Tischwechsel haben, wo wir da die Menschen miteinander connecten wollen und miteinander vermischen wollen. Das ist für uns natürlich wichtig. Dann geht es natürlich weiter mit dem großen Lauf. Ja, ihr habt das vielleicht mitbekommen, bei meinem ersten Training habe ich einen kleinen Abflug gemacht, aber das heißt nichts. Ich freue mich auf den Lauf. Ein Kämpfer macht immer weiter und wir werden mit 3 B2B-Partnern antreten und mit 3 VIPs antreten. Ich zähle mich selbst als Meinungsträger und wollen dann für einen guten Zweck quasi laufen oder zumindest mit dem Pferd reiten. Und das Geld, was da eingenommen wird, geht zu 100% in den Verbund von Kinderhospiz und wird nicht abgezogen, geht 1:1 weiter und soll die Menschen treffen, die Kinder treffen, die es wirklich brauchen. Ja, also, seid gespannt, man kann da wetten und man kann auf mich wetten oder auf die Kollegen wetten. Auf jeden Fall wird das ein Riesenspektakel. Nach diesem harten Ritt geht es dann weiter in die Location, wo wir dann natürlich mit unseren Partnern sprechen, Menschen, die das Event unterstützt haben, die das Event supportet haben, die wollen wir natürlich auch vorstellen, untereinander, miteinander mischen, die hier auch nochmal aufgezeigt werden. Danke auf diesem Weg nochmal für die Unterstützung, für das Event, dass wir das so gut mit euch umsetzen können. Jetzt wurde viel gesagt, es wurde viel gemacht, wir haben viel erlebt. Natürlich soll das Networking dann auch noch da sein, wo man ein bisschen atmen kann, dass man wirklich auch mit dem Kontakt auch ein bisschen auch mal näher gehen kann. Ist es für uns immer wichtig. Es ist nicht nur Connect, 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 Connect. Nein, es ist natürlich auch Celebration Time. Und das ist so meine Time, wo ich sage, ich mache es am liebsten tänzerisch. Und da freue ich mich, hier ankündigen zu können. Mein Freund und mittlerweile schon Familienfreund James Williams ist immer dabei. Er ist unser Resident und er ist auch der Mann, der uns immer die internationalen Top-Acts besorgt, wie jetzt zum Beispiel Rhythm and the Dancer. You can feel it, you can feel it. Ich kann es nicht so gut singen, aber Snap kann es besser, hat fest zugesagt, freut mich persönlich, wird am Start sein bei uns zum allerersten Mal bei Business Team Connect and Celebrate, war zuletzt bei der Lamberts Party hier auf der Bühne und stand groß in der Zeitung und das ganze Volk hat getanzt, weil jeder kennt das Lied, ist einfach der absolute Wahnsinn. Snap dabei, freue ich mich persönlich, dann natürlich auch James Williams in Kooperation dabei, Carl Ellis ist mit dabei, wir haben dann Sue Amor ist mit dabei, Nicole da Silva ist mit dabei, zum allerersten Mal, freut mich persönlich und dann natürlich auch MB featuring Joanna Zuchon ist mit dabei, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, alle sind am Start, wir zusammen werden dann das Celebration Konzept dann umsetzen. Ja, wenn du denkst, das war's schon, falsch gedacht, zum Schluss gibt es Geschenke, das sind die Giveaway-Tüten, seid gespannt, was da diesmal drin ist, in diesem Sinne kann ich nur sagen, wenn du das Video jetzt siehst und du hast noch keine Karte, dann hol dir auf jeden Fall eine Karte, weil du tust Gutes, wir tun Gutes und helfen Menschen, die es brauchen und wir helfen Menschen miteinander, sich kennenzulernen. Also, komm vorbei, 29.06. Pferderennbahn, Köln-Weidenpesch, ab 19.30 geht's los. Ticket wird nochmal unten eingeblendet. Wir haben keine Abendkasse, nur im Vorfeld kann man sich hier für dieses exklusive Event anmelden. Das nächste ist dann erst wieder ein paar Monaten. Das solltest du nicht vergessen. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Let's connect and celebrate.